Hüter der neuen Zeit. Hier sind wir, wie angekündigt. Franziska, Isabel und Maya. Heute möchten wir mit unserer Kollegin Franziska über das Leben ohne Schule sprechen. Mein Name ist Maya Baig. Ich bin Administratorin in der Gruppe und Mitautorin des Buches Mütter der neuen Zeit. Isabel, magst du dich auch mal kurz vorstellen? Dann übergebe ich an bin Franziska. Die Isabel Melzer. Ich bin auch Autorin im Buch Mütter der neuen Zeit, Mama von zwei Jungs, die auf der Schule sind, und Tagesmutter. Genau. Dankeschön. Ja, die Franziska, die wir heute haben, sie ist Mama von vier Kindern. Die Franziska ist eine total ausgeglichene Impulsgeberin und eine Herzöffnerin. So empfinde ich sie im Gespräch. Und Franziska, magst du dich mal vorstellen für die Mütter, die dich noch nicht kennen, und uns ganz kurz sagen, was du so machst? Ja, hallo, mein Name ist Franziska Ott. Wie du schon gesagt hast, ich habe vier Kinder, drei Jungs, ein kleines Mädchen. Ja, was ich so mache, ich würde mich selber wirklich als Erdungscoach für Mamas bezeichnen, weil meine größte Gabe, das ist gerade die Mütter, wieder zu sich selber zu bringen, weg von diesem ganzen Außen, wieder hin zu sich. Meine Arbeit oder ja der Name meines Business sozusagen ist auch zurück zum Herz. Und genau darum geht es einfach, wieder auf sich zu hören und auf die innere Stimme. Ja. Danke dir. Ja, wie war das denn bei euch? Das Thema ist ja Leben ohne Schule. Wie ist das in deiner Familie gewesen? Wie kam dieser Gedanke überhaupt auf? Ja, der Gedanke kam schon viele, viele Jahre vorher. Also gut vor 3 Jahren kam der Gedanke. Aber da war ich einfach noch nicht so weit, den Schritt zu gehen, weil diese ganzen Glaubenssätze einfach viel zu tief noch saßen. Und natürlich dieses ganze Jahr in Deutschland gibt es aber die Schulpflicht. Ja, diese ganzen Sachen mit, dann werden die Kinder von der Polizei geholt und so weiter, was man selber auch so glaubt oder oft glaubt. Da war einfach eine viel, viel zu große Angst da. Ja, also so kam das dann. Und der ausschlaggebende Punkt war halt eben diese Krise sozusagen, diese ganze Corona-Zeit. Das war so dann der Grund. Aber der Gedanke dazu, der liegt schon sehr lang in meinem Kopf. Ja. Und es war einfach dieses Geschenk, sag ich mal, was uns wirklich dieser erste Lockdown beschenkt, also gebracht hat, dass wir als Familie eben erleben durften, wie es ist ohne Schule. Da natürlich noch zu Hause mit Schule, aber einfach dieses Alltagsleben, wenn die Kinder einfach immer zu Hause sind, wenn man mit ihnen zusammenlernt, wenn man sie begleitet bei dem, was sie eigentlich tun wollen. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich mich dann mit diesem Thema überhaupt mal auseinandergesetzt habe. Ja. Und da kommt mir jetzt direkt die Frage auf, also habt ihr das als Familie, also alle zusammengefühlt, ihr seid ja sechs in der Familie, oder ist das erst bei dir entsprungen? Und ja, wie war so da das nach außen tragen, also und das dann wieder so sammeln in der Familie, um die Entscheidung dann letztlich ja als gemeinsam zu sehen? Ja, also in mir, wie gesagt, lag das ja schon die ganze Zeit, und es war dann dieses Gefühl in mir, das ist das, was ich immer haben wollte, dieses Gefühl, das ich immer gefühlt habe, das jetzt halt plötzlich da war in der Realität. Und bei den Kindern, bei den zwei Kleineren, kam das dann ziemlich schnell, dass sie gesagt haben, also sie wollen gar nicht mehr in die Schule. Beim Kleinsten war das schon immer Thema, die ganze Schulzeit über.
Und beim Mittleren dann eben auch sehr, sehr stark. Also der hat gesagt, es ist daheim so gut. Und der Große hat es auch immer gesagt, weil er halt hier, der hatte immer sehr viele Probleme mit zu laut in der Klasse und der kriegt dann alles immer mit, nur nicht das, was er soll. Und es war halt hier zu Hause einfach nicht, die Konzentration war halt besser. Und er hat auch gesagt, ihm geht es so besser. Und ich muss zugeben, mein Mann hatte dann schon immer noch Probleme, weil da die Glaubenssätze noch viel, 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 viel stärker da waren. Aber auch da durch Informationen und darum fand ich dieses Bild auf dieser Veranstaltung für jetzt so schön, dieses alles beginnt mit einer Entscheidung. Wenn, also es war in mir diese Gewissheit, okay, das ist genau das, was für uns jetzt als Familie dran ist. Und darum gab es da dann, ja, also er hat sich da auch so rein gedacht, sage ich mal. Also auch bei anderen Leuten sich, ja, wie siehst du das und so. Und wo dann auch oft so, naja, mehr als probieren könnt das nicht. Und also, ja, so kam das dann eben, dass es so zusammen als Familie beschlossen wurde. Okay. Das heißt praktisch, also dein ältestes Kind, das war also absolut durch den Lockdown dann auch überstimmt. Also bei mir stellt sich immer so die Frage, was wäre denn jetzt, wenn bei mehreren Kindern die Situation wäre, eins findet Schule total toll und andere wiederum, wie bei dir ja eventuell hätte der Fall sein können, hätten sich also so sehr fürs Freilernen entschieden. Wie wäre dann der Weg eventuell gewesen, wenn jetzt ein Kind oder ein anderer oder zwei das gar nicht gewollt hätten? Das hat nichts damit zu tun, ob die das gewollt hätten oder nicht. Also wir haben das jedem Kind freigestellt. Also das ist nicht so, dass wir das jetzt entschlossen haben, dass wir ohne Schule sind, sondern die Kinder haben das entschlossen und wir sind dann den Weg mitgegangen. Also wer gerade der Große hat es wirklich lang überlegt, weil der auch sehr so pflichtbewusst und so ist und der hat das wirklich die Entscheidung lang mit sich rumgetragen. Und wir haben immer gesagt, egal welchen Weg du gehst, du kannst dich auch für die Schule entscheiden. Und dann unterstützen wir dich da genauso. Also das, ja, es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt, also die Kinder gehen jetzt nicht mehr zur Schule, sondern es war der Wunsch der Kinder. Und da war dann eben dieses, als sie auch das ganz deutlich kommuniziert haben, wir wollen nicht mehr in die Schule, dann wusste ich, okay, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, die gehen jetzt nie mehr in die Schule. Ja, sondern es war wirklich das, dass die Kinder das gesagt haben, sie möchten nicht mehr. Ja. Jetzt stellt sich die Zuschauerin wahrscheinlich die Frage, ja, wie sieht denn der Alltag einer Mama aus mit vier Kindern und alle nicht in der Schule oder nicht in der Kita? Erzähl mal ein bisschen. Also das war meine größte Sorge, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich das schon immer ganz schön fand, wenn morgens dann nur ein Kind zu Hause war und es auch ein bisschen ruhiger war. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, und das hätte ich vorher auch nie geglaubt, das haben ja Familien, die die Kinder auch eben zu Hause haben, immer gesagt und ich habe mir das hab mir gedacht, nee, also irgendwie bei uns funktioniert das nicht. Es ist tatsächlich wesentlich entspannter. Weil einfach dieser Druck weg ist. Ja, also dieses, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen jetzt essen, also dieses, es gibt genau Essen, wenn die Kinder von der Schule kommen. Das variiert bei uns mal immer so eine Stunde, halbe Stunde, wie es halt gerade so rausgeht mit dieser Lernzeit, die wir vormittags haben. Also das ist schon so ein fester Bestandteil einfach, ne? Dass wir gemütlich frühstücken und dann startet jeder so in seine Lernzeit. Der Große, der macht es größtenteils wirklich selbstständig, seine Sachen. Und bei den anderen beiden bin ich halt einfach mit da, ja, und also unterstütze die dabei, was die gerade so vorhaben. Und ja, der normale Alltag, halt Mittagessen und man findet jeden Tag so seine Beschäftigungen mit den Kindern, mit rausgehen oder auch irgendwas anderes machen, ja. Und du sagst jetzt gerade, der Große, der beschäftigt sich dann relativ selber. Was sind denn das für Lerninhalte? Also wo bekommst du die her? Weil ich verstehe es jetzt so, Freilernen bedeutet, du bist praktisch komplett weg vom Schulsystem
und hast da jetzt irgendwie keine Unterlage. Du musst dir das als Familie dann selbst beschaffen. Okay. Also das Freilernen an sich bedeutet eigentlich, dass man dass das Kind wirklich intrinsisch und selbstbestimmt lernt, dass sich selber wirklich das, was es gerade machen möchte, wenn es irgendwie in einem Buch was liest oder eine alltägliche Frage aufkommt, dass man die halt dann aufgreift oder das Kind halt nachfragt, du, wie ist das jetzt? So, also das ist dieses Freilernen, wirklich dem Kind, ich sag mal, selber überlassen, was es machen möchte und dann begleiten. Also was wir machen, ist ja ein bisschen anders, dass wir schon ein bisschen Sachen ja nicht vorgeben. Es ist eigentlich auch schon auch so, ja, gefällt dir das jetzt, wollen wir das mal machen oder so. Beim Großen ist es so, der wird extern begleitet durch die Familie Kern, also kernbildung.de ist es. Die bieten das an. Und er kriegt halt dann einmal in der Woche seine Sachen, die er da so machen muss oder machen soll. Kann er natürlich auch in seinem Tempo machen, wie er das halt schafft. Und die treffen sich einmal die Woche dann auch so ein Meeting und besprechen das nochmal. Der bespricht es auch mit mir, wenn er jetzt irgendwie was nicht weiß. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Und bei den anderen beiden, man kann sich ja die Lehrpläne ganz normal anschauen und ausdrucken und schauen, was da so drankommt. Und wenn man da so ein bisschen dabei ist, findet man immer ganz viele schöne Sachen. Also es gibt von vielen Verlägen, sag mal da Verlägen, Verlagen, Verlägen. Wir wissen, was du meinst. Genau. gibt es da einfach von diesem Miltenberger Verlag zum Beispiel, gibt es momentan durch diese Corona-Zeit fast alles an Material. Das kann man sich kostenlos runterladen. Also es ist Wahnsinn für alle Jahrgangsstufen. Ja, in Mathe zum Beispiel machen wir einen Kurs gerade, so einen ganzheitlichen Mathe-Kurs, wo wir jetzt auch weitermachen. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Familien da ihre Sachen finden. Eine Zwischenfrage von einer Zuschauerin, die Doro fragt, wie alt sind deine Kinder, Franziska? Meine Kinder sind 2,5, 9, 12 und 15. Okay, genau. Jetzt habe ich dann doch nochmal eine Frage zum Thema Lernstoff und so weiter. Also habe ich richtig verstanden, dass du da angedockt bist bei einer Familie, kernbildung.de, ja, hast du gesagt. Das ist also eine Online-Plattform, wo man Anregungen bekommt. Nee, die haben ganz unterschiedliche Pakete. Also das ist oft so, das hatten wir eigentlich vor, aber das haben wir jetzt erstmal ein bisschen hinten angestellt. Wir hatten eigentlich das als Begleitung gedacht für den Quali. Aber er wäre jetzt erst in die 8. Klasse gekommen. Das ist auch noch ein bisschen zu früh einfach. Also diese externen Prüfungen für diesen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Und die begleiten die Kinder auch in niedrigeren Klassen, soweit ich das verstanden habe. Und die schauen auch, was das Kind halt einfach, für was es sich interessiert, dass halt so die ganzen Fächer abgedeckt sind. Mhm. Ja, ist ganz unterschiedlich. Also die Pakete sind auch unterschiedlich gestaffelt von der Unterstützung, die es halt einfach gibt. Also bei manchen dokumentieren sie das halt nur und bei uns ist es eben jetzt so, dass sie sich einmal die Woche treffen, dann auch die Sachen korrigiert werden und er eben dann was Neues kriegt. Ja, und es ist einfach auch Entlastung für mich natürlich. Mhm. Ja. Wird denn dieser Lernstoff oder das, was ihr so zu Hause macht, dann staatlich irgendwie kontrolliert? Mhm. Okay. Nee. Und wie wäre denn das jetzt beispielsweise, wenn eines deiner Kinder doch irgendwann da mal eine Ausbildung oder ein Studium machen möchte? Also wie sieht es aus in diesem System? Die können alles genauso machen wie Kinder, die in die Schule gehen. Also bei einer Ausbildung ist es ja so, wenn sie den bestimmten Abschluss dafür brauchen, kann jeder eine externe Prüfung an einer Schule ablegen. Jetzt sei es von Quali bis Abitur. Also gibt es ja auch immer wieder Berichte von Kindern, die das eben gemacht haben oder von Jugendlichen, die das gemacht haben. Und bei
Studium und so ist es ja das Gleiche. Also wenn ich die schulische Vorbildung habe, mache ich da halt eben die Prüfung dazu und dann kann ich mich genauso einschreiben an der Uni wie jeder andere auch. Und sollte jetzt ein Kind von dir irgendwann zwischendurch sagen, ich möchte doch wieder auf die Schule, keine Ahnung, der wäre jetzt in der 6. Klasse, war jetzt ein Jahr zu Hause, das würde so gehen, also könnte man das rein theoretisch so machen? Ja, wenn die sagen, sie wollen da wieder hingehen, dann muss man halt schauen, dass der Landstand einigermaßen dann funktioniert und dann werden die wieder angemeldet und dann ist es okay. Okay. Ja. Wo kann ich mich denn, liebe Franziska, zum Thema Freilernen in Deutschland begleiten lassen oder informieren grundsätzlich? Ja, also was ich jedem ans Herz legen würde, das habe ich wirklich auch des Öfteren gemacht, gerade wenn so Ängste hochgekommen sind oder einfach so 1000 Fragezeichen in meinem Kopf waren. Das ist der BVNL, das ist der Bundesverband Natürliches Lernen. Das ist ein Verein und da geht es halt um diese ganzen Sachen frei lernen, Kinder wollen nicht mehr in die Schule, was mache ich jetzt? So wie es bei uns halt eben war. Soweit ich weiß, glaube ich, geht es da auch, wenn Jugendliche eben nicht mehr in die Schule wollen. Das weiß ich aber jetzt nicht sicher. Aber da, also wir sind da auch Mitglied, weil ich es einfach dann wichtig finde, den Verein zu unterstützen. Bin auch Moderatorin in einer Gruppe hier, so einer regionalen Gruppe, weil mir das eben auch ganz wichtig war, diese Öffentlichkeitsarbeit zu zeigen. Es gibt uns. Ja. Was Und bedeutet regionale Gruppe? Das heißt, ihr unterstützt euch dann auch. vom BVNL gibt es, wenn jetzt zum Beispiel wie wir, da gab es nur die Gruppe für Regensburg bei uns in Bayern. Und ich wollte aber eine, die näher bei uns ist, einfach, dass ich auch sagen kann, so schauen Sie her, hier gibt es sogar eine Gruppe für Nürnberg. Und es gibt für ganz viele Städte einfach schon regionale Facebook-Gruppen, dass halt dann auch irgendwann, wenn man es wieder darf, der persönliche Austausch stattfinden kann, dass man sich mal treffen kann, ne? Dass man sich einfach, ja, dieses Netzwerken, ne? Einfach diese Verbindungen schaffen. Genau, das sind die regionalen Gruppen. Ja, du zuerst, Isabel. Ja, da habe ich gerade noch eine Frage, gerade zum Netzwerken. Zwar nicht jetzt von den Eltern, sondern für die Kinder. Wie ist denn das jetzt? Jetzt sehen Sie praktisch Ihre Freunde von der Schule nicht mehr in der Schule. Also wie hat sich da die Situation verändert im Freundeskreis der Kinder, beziehungsweise andere gehen jeden Tag zusammen in die Schule, jetzt vielleicht nicht gerade, aber treffen sich, haben da ihre Themen und deine Kinder sind vor Ort. Was macht das mit den Kindern? Also die haben genauso ihre Freunde weiterhin. Also die waren ja in einer privaten Schule, die ein extrem großes Einzugsgebiet hatte. Und die hatten ihre, ich sag mal, festen Freunde über Jahre und die sind jetzt genauso da. Die haben sich jetzt halt in dieser ganzen Zeit halt so, wie man es gedurft hat, auch einzeln dann mit denen getroffen. Und auch draußen hier bei uns auf der Straße mit den Nachbarskindern. Also geht das Leben genauso weiter wie davor. Okay, Ja. schön, ja. Ja, eine der Mamis fragt, mich interessiert, wie die Kinder von der normalen Schule abgemeldet worden, beziehungsweise wie das abgelaufen ist. Wir wissen, Franziska, das ist ein sehr individueller Weg und man keine Pauschalaussagen und Pauschaltipps geben kann. Vielleicht magst du trotzdem was einfach dazu ganz grob sagen. Genau, also ich kann das natürlich auch nur jetzt bei uns sagen, weil das bei jedem anders ist. Bei uns war halt der Fall, dass die Kinder auf einer privaten Schule angemeldet waren oder jetzt auf eine private Schule gegangen sind. Und da haben wir einfach diesen Vertrag gekündigt und dann war halt Ende. Also das ist die ganze Geschichte dahinter. Und sind halt jetzt halt nicht an also an dieser Sprengelschule angemeldet, weil. Ja, warum soll ich sie anmelden, wenn die Kinder nicht möchten? Das ist aber dann eben noch mal ein anderes Thema. Wie das jetzt hat, von einer staatlichen Schule ist, die Kinder abmelden und so, das kann ich gar nicht so genau sagen, wie da der Weg
läuft. Also das könnte man aber über den Verein alles erfragen oder sich kennst kundig du Eltern, machen. Die ihre Kinder von normalen staatlichen Schulen abgemeldet haben? Also bist du mit denen auch vernetzt? Und ja. Okay. Ja. Ja, zum Schluss möchte ich gerne ein bisschen fantasieren und stelle dir mal die Wunderfrage. Wie wäre es, wenn wir morgen aufwachen und es wäre die Traumversion schlechthin für dich? Wie würde das in Deutschland ablaufen? Wie würde das in Deutschland ablaufen? Also auf jeden Fall keine Schulpflicht. Es würde für mich ja die Begegnungsorte einfach geben, an denen wirklich alle Generationen so ja anwesend sind und jeder sein Wissen so mit dem anderen gerne teilt, wo die Kinder auch die älteren Leute fragen können, wie was geht, weil die meiner Meinung nach so viel tolles Wissen haben, gerade für die Kinder, und die das auch wissen wollen. Wo auch die Eltern einfach vor Ort sein können. Es ist ja auch oft in der Schule einfach was, es gibt es halt gar nicht. Ja? Dass wirklich jeder so dieses Miteinanderleben vielleicht auch ja, miteinander kochen oder was weiß ich, und dass aber trotzdem jeder so seins hat, also so richtig Gemeinschaft, weiß ich nicht, braucht es glaube ich jetzt für mich jetzt noch nicht, aber einfach diese Begegnungsorte, wo die Kinder, wo denen das völlig frei steht, zu sagen, ach, ich fahre jetzt dahin und da weiß ich genau, da ist jemand, da finden sie jetzt einen Ansprechpartner, vielleicht auch nicht nur weibliche Ansprechpartner, ja, wo auch dieses männliche Vorbild einfach da ist, das wäre so der Wunschzustand. Schön. Isabel, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, ich hab gerade die Vision von Franziska aufgesaugt und mir das hier so ein bisschen vorgestellt, wie das denn wäre. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön, genau. Wünschenswert. Das ist eine schöne Vision und damit möchte ich auch das kurze Gespräch, das Interview abschließen und die Mütter darauf nochmal hinweisen. Wir haben einen YouTube-Kanal mit ganz tollen Beiträgen und auch dieser Beitrag hier wird hochgeladen. Wir werden das, was Franziska erwähnt hat im Gespräch, also Homepage, Vereine und so weiter, dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Franziska bietet ja auch so Angebote als Herzöffnerin, als Erdungscoach. Und auch diese werden wir unter dem Video verlinken und auch in der Gruppe verkünden. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Franziska. Ich danke dir, Isabel, fürs Mitwirken. Es ist wunderbar mit euch. Und schließe das Interview. Euch beide bitte ich nochmal im Zoom-Raum zu bleiben, damit wir uns dann nochmal privat verabschieden kurz. Danke dir. Danke auch.